nur abgefuckt hat, das war das, Heil dich bitte mal. Kann ich noch nicht. Erst in 12 Sekunden. Geh weiter runter. Du siehst ja auf der Karte das X. Weiter straight runter. Ich navigiere dich ein bisschen. Genau, links, da. Immer weiter links, da bist du dann. Da, wo wir gestorben sind. Da ist jetzt genau dein Tod. Und da in der Höhle ist auch irgendwo die Lebensfrucht. Was mich verwirrt hat, ist, dass man zwei Charaktere auf einmal spielt, auch in den Kämpfen. Das heißt, du hast dann den Controller und musst dann mit den Knöpfen wie Dreieck und sowas, musst du den einen Charakter steuern und mit den Pfeiltasten den anderen Charakter. Aha. Das war ein bisschen irritierend. Aber ein cooles Spiel. Ich freue mich drauf, wenn das rauskommt. Okay. Bist du mit teleportieren oder geht das immer nicht? Nee, komm du zu mir. Wir haben jetzt erstmal alles. Wir müssen jetzt nur noch... Haben wir genug? Ja, das ist auf jeden Fall genug Chlorophyll, das wir haben. Gut. Dann, was brauchen wir dann als nächstes? Als nächstes müssen wir in den Dungeon und Dings farmen. So, mal gucken. Was, soll ich dann was hier in die Kiste reinmachen? Nee, nimm mal die... Wenn du Chlorophyll hast, wirf es mir... Ja, gleich. Wenn du Chlorophyll hast, wirf mir das zu und Lebensfrüchte nimmst du direkt und dann den Rest, den Müll, den du nicht brauchst, packst du dann hier in die Truhe noch. Ja, Müll ist das jetzt nicht direkt. Pixie-Staub, brauchst du das? Nee, kannst erstmal alles in die Truhe reinmachen sonst. Nur Chlorophyll mir geben und Lebensfrüchte direkt snacken. Okay, dann. Schön. Ach, Grünalerz habe ich jetzt da reingemacht. Ziemlich wieder raus. Ich habe dir noch 3 Lebensfrüchte gegeben. Sehr schön, danke. Habe ich jetzt alles? Daran, jetzt habe ich alles gegeben. Beziehungsweise Grünalerz schmeiße ich jetzt ab. Wie hast du es genannt? Grünalerz oder ist das auch richtig? Nee, hast eine Silbe überlesen. Grünalgenerz heißt es. Ah, Grünalgenerz, ja, aber ich habe jetzt nicht ja, genau mit deinem Augenkuss drüber gelesen, ah ja. Ja, hast die eine Silbe dann überlesen. Aber gut, danke, dass du mich so nett darauf hinweist. What the fuck geht denn jetzt ab? Blutmond. Schon wieder. Schon wieder. Ja. Aber scheiß auf, wir gehen nach unten. Wir nehmen jetzt die Bahn zum Dungeon. Jawohl. Hast du die Lebensfrüchte geschluckt alle? Ja. Ich habe 490 Leben. Okay, das heißt, wir bauen nur noch 2 Stück, dann sind wir beide voll. Ich bin jetzt auf 500. Dann muss ich mal gucken. Das mache ich vielleicht dann nochmal außerhalb der Aufnahme, die 2 Lebensfrüchte holen. Aber wir müssen sehen, vielleicht mal Glück und finden sie das relativ schnell. Das ist so krass, wie die Dinger nach hinten einfach so mega schnell weg sind, die Klingen. Wenn man die nach hinten schießt. Ich könnte ja auch ganz fies sein und einfach ein Stück von der Schiene abbauen. Und dann komme ich zu dir rüber und häute dich. Waren jetzt am Freitag unterwegs gewesen, ein paar Kollegen kamen dann hochgefahren hier, die Straße. Weil da steht ein Auto vor uns, denke ich so, Alter, das ist wieder der Arschloch-Nachbar. Typ setzt zurück, fahren an dir vorbei, ah ne, warte, das ist dein Opfer.
So. Idiot hätte natürlich auch ruhig mal die Dings mitnehmen können. Den Schlüssel für den Fall, dass wir die heiligen Truhe doch finden. Ja, das. Na gut, wenn wir den finden, werden wir die mit ganz vielen Fackeln markieren. Oder du gehst da ein und kommst dann wieder, weil er ist ja genau markiert. Ungern. Warum ist so gut die Idee? Also was wir brauchen, sind jetzt etwa 60 Ektoplasma. Ektoplasma. Jawohl. Ich bin verlangsamt. So ein Scheiß. Yo! Holy shit, Alter. Ah, zwei Ektoplasma schon mal. War aber auch gerade noch mal wieder richtig Party. Da kam auch direkt der Paladin noch mit dazu. Paladin um die Ecke, ne? Mich ist dann an, wenn man damit nichts gebrauchen kann. Ich habe noch gar kein Ektoplasma bis jetzt. Doch, Ektoplasma. Jetzt habe ich eine Knochenpflegefeder. Jetzt können wir uns Knochenflügel machen. Ja. Ah, oh, SWAT. Drop mir was. Ach du Arsch. Ich glaube, der hatte die automatische Shotgun gehabt. Automatisch, was hast du gesagt? Automatisch Rohfinde. Mir ist gerade so ein. Ich glaube, die AA-12 so heißt sie. Automatische Rohfinde. Jahre von Jahre lang rumgetüftelt, um das perfekte Design auszuarbeiten. Gegenübergestellt Zeiger 12. Ey, Ivan, lass AK nehmen und Rohfindenpatronen schießen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter runter. Joa. Yo, gut, schlechte Idee. Verschieben wir kurz ein bisschen, ne? Ja, den müssen wir erstmal loswerden da. Okay, das ist nur eine Sackgasse hier. Kurz. Aua! Teleportiert sich direkt vor dich, ey. Wie viel Ektoplasma hast du? Ich habe 8. Misa haben. Wo habe ich das denn? Bin ich dumm? Wo ist es denn? Da, hier. Also nicht wirklich viel bis jetzt. Weil ich schon ein klein viel mal drauf müsst. Oh, kannst du dich nochmal heilen? Jo. Der Miskel hat mich schon wieder erwischt. Dieser komische Typ, der die blauen Blitze da rumschießt, der macht die ganze Zeit Verlangsamung. Ich bin so mega lahmarschig jetzt. Oh. Ich hab das Timing mal wieder nicht hingekriegt. Mal links gucken. Das Falle. Ja, gehen wir mal wieder hier runter. Hier ist nichts. Ist das nicht aus. Wie heißt es denn? Dieses Disney-Spiel. Welches? Kingdom Hearts. Hier, der Was? Schlüsselbrand. Ah, ja, doch. Diese Schlüsselschwert, was die da haben.
Weil ich jetzt gedacht, wir fragen, ist das die Musik aus Kingdom Hearts? Junge, keine Ahnung, was du für Musik an hast. Oh, höre ich Bossmusik. Das war echt komisch, da lief die Musik aus dem geheiligten Land und im Hintergrund, hinter der Musik, lief noch simultan irgendwie so eine richtig böse Musik. Oh, diese Mottenflügel sind so genial. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hier hinlaufen. Ach, oh, wo kommen wir schon rum? Hier rechts ist eine Crimson. Da war gerade eine Falle. Gehen wir nochmal hier nach links. Ja, gute Idee. Ach Mann! Da ist ein Block! Ja, ich weiß. Ich hing nur an den, Dings dran. So, an meinem komischen runter. Haken. Hier waren wir gerade unten. Ja, gehen wir hier links lang. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, gehen wir mal hier links wieder nach oben. Ich sagen, Paladin. Aua. Was? Das war so witzig. Es kam gut. Guck mal, ich sehe da oben einen Paladin. 5000 Leben. Die Rüstung ist cool, ich will auch so eine haben. Ja, und die etwas. So, mal auf der Karte gucken. Wir können auf jeden Fall viel nach rechts gehen. Rechts geht's viel weiter. Mir klar, dass du noch rechts bist. Ja. Jawohl, taktische Schrotflinte. Ja, Mann. Schon was? Jetzt brauche ich nur noch die Sniper. Oh, warte. An den Gang erinnere ich mich. Hier sind wir auch schon mal gewesen. Wir gehen mal. Geh mal hier oben lang. Hier ist zu. Riecht irgendwie nach Knoblauch. Bei mir im Zimmer. Hier ist wieder die Eiskiste. Ich bin da mal weiter, das ist das letzte Mal eingegangen.